Jo, guten Abend Leute, hier ist euer Chipsteiner. Ich bin mal wieder ein bisschen bei YouTube unterwegs. Hab mal wieder so 90er Jahre geschwelgt, ne, so wie immer halt. War ja meine Zeit halt, bin ich groß geworden. Und hab mal so ein Live-Mitschnitt von der Reincarnation gesehen. Das ging 1,5 Stunden oder so und ab der 50. Minute kommt da so ein Lied. Was ich sehr cool finde, aber ich jetzt auch nicht weiß, wie der Interpret heißt, beziehungsweise der Track generell heißt. Und da ich das jetzt ja nicht weiß, versuche ich ihm jetzt nachzumachen, weil es echt eine coole, also finde ich eine coole Melodie auch sehr einfach gestrickt, also ist nicht groß aufwendig. Es wird immer, die 90er Zeit war ja, was Melodie betrifft, nicht sehr vielseitig, aber dafür war es eine geile Melodie, muss man ja sagen. Ne? Und ich zeige euch mal schnell den Ausschnitt, den habe ich mal schon vorbereitet. Also man hört schlecht was raus, aber hört mal kurz rein, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Da habt ihr jetzt gehört und wie gesagt, ist eigentlich eine coole Melodie. Also auch naja, die Atmosphäre, auch die Leute da schreien und feiern, ist einfach nur geil. Ne? Und, also wie gesagt, das finde ich, wenn ihr ja kein wisst, wie das heißt, der Track, dann kann er gerne mal mit mir schreiben per Privatnachricht oder so, würde mich mal interessieren. Ja, wir fangen mal an und zwar sind quasi die Lieder unterteilt in dieser Intro-Melodie, ne, die man am Anfang hört und am Ende hört man quasi diese Main-Melodie, sage ich mal. Die Intro-Melodie ist eigentlich sehr einfach. Und zwar, gehen wir mal hier, damit wir quasi unsere Medien bearbeiten können. So, jetzt mal eine Vorlage legen. Und dann ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, geht mal genau richtig. Cool, dann. Jawohl, schön kräftig. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. So, wir machen die ganzen mal auf 100. Ach komm, wir mal 65, das wird schon ein schnellerer Track sein, also 140 auf keinen Fall oder so. Folgendes, genau, hier legen wir jetzt mal los. Und zwar nehmen wir dazu mal unseren allseits beliebten GeForce Alpha Plus Plugin oder Synthesizer, könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Ist immer kostenlos, ne? Immer Schnäppchen gemacht. Und zwar. Wir machen jetzt mal quasi das. Das ist ja quasi die Intro-Melodie, ne? Und die, also das ist sehr einfach. Also wer ein bisschen Ahnung von Musik hat, hört auf jeden Fall raus, weil da für Noten gespielt werden.
Genau, ich mache schon die Tonhöhe. Und zwar geht es quasi 8 Mal. Die letzten 2 gehen dann wieder. Ne, also geht er da quasi tiefer. Also. Das Ganze geht dann 2 Mal. So. Das können wir mal kurz wegmachen, das brauchen wir nicht. So, folgende die Main-Melodie. Also die Bassline ist quasi eigentlich genauso angedockt wie die Melodie. So können wir uns anhören. Also es ist ja nicht 1 zu 1, nur was ich jetzt raushöre, Leute. Ne? Ich bin ja kein, jetzt hier kein Fachmann oder so. Na, wo ist er denn? Und zwar geht dann die Melodie. Bassline geht natürlich jetzt nicht genauso mit wie mit der Melodie, weil die Bassline geht jetzt nicht noch tiefer. Und zwar hier müsste es sein, die Note. Gucken wir uns anhören. Was soll das denn hier? Das geht dann. Also wieder höher quasi. So, dann haben wir quasi schon mal ganz schnell gemacht, die Intro-Melodie. Wo wir bei schon den Top-Bestandteil dieses Tracks, quasi diese Bassline, weil die ist ja eigentlich immer fortführend. Das hier unten, ne? Das ist eigentlich schon mal das Hauptmerkmal. Schöner Synthesizer, also passt eigentlich richtig gut. So, Freund, jetzt kommt ja quasi die eigentliche Melodie. Die ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber jetzt auch nicht so, muss ich mal sagen. Ne, also, wenn man quasi so mitsummen kann, Alter, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, sowas zu machen. Und zwar. Zwar jetzt wird er quasi in der Ton so
So, naja, ist jetzt, ja, wir machen immer zwei Peter. Fehler. Jetzt kommt dieselbe Passage nochmal. Nur ist es quasi am Ende dann nochmal höher geht die Ton, der Ton halt, ne? Das war einfach, müssen wir immer duplizieren halt jetzt hier, ne? Also die 19 Medien sind wirklich sehr, sehr, sehr einfach gestrickt gewesen. Aber klang trotzdem geil, also wie gesagt. Müsste hier sein. Jo, und wenn der Ganze fertig ist, würde es dann so klingen.